habe mich für die Lehre im Volk entschieden, weil ich den Volk von klein auf kenne. Es hatte in dem Dorf einen, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe dann gewusst, dass ich eine Lehre im Detailhandel auf Lebensmittel machen will. Und weil der Volk nahe ist, kundenbezogen, habe ich mich dann für die Lehre im Volk entschieden. Meine Erwartungen sind, dass ich mich weiterbilden kann und dass ich mich persönlich weiterentwickeln kann, um dann später aufzusteigen. Ich schätze, dass man von allen Seiten eine Unterstützung bekommt, dass man fragen kann, dass man einander hilft, dass das Teamwork sehr gross ist. Ich hatte sehr eine gute Berufsbildnerin mit sehr viel Erfahrung. Auch das habe ich durch sie sehr viel gelernt und sie immer fragen, wenn ich etwas wissen wollte. Es ist eine sehr gute Möglichkeit, um sich weiterzuentwickeln. Ich habe mich dazu entschieden, weil ich im Leben weiterkommen will. Und durch das kann man sich zur Stellvertretung und schlussendlich Filialleitung aufarbeiten. Der Schüler sollte sich sicher vorher informieren über das Unternehmen, wenn möglich schon in die Filiale mal schauen, wie es aussieht. Und wenn man die Möglichkeit hat, vielleicht auch schon mit dem Personal ein bisschen reden und sich Informationen holen. Mir am besten gefallen hat mir der Kurs Verkaufsförderung und Ladenbild, weil wir am ersten Tag haben wir Theorie gehabt und am zweiten Tag haben wir es gerade in einem Laden können umsetzen, was wir gelernt haben. Es lohnt sich, im Folgen Lehre zu machen. Man kann sich sehr gut weiterentwickeln und auch schnell eine Führungsfunktion übernehmen oder auch schon in der Lehre Verantwortung übernehmen.